So, hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Status-Log, heute hier am Freitag. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen und ich werde euch heute nun die aktuellen Neuigkeiten auf meinem Kanal präsentieren. Ja, so. Als erstes fangen wir am besten mal an. Wie ihr vielleicht nach dem gestrigen Video schon gemerkt haben dürftet, bin ich jetzt in dem Minecraft Hero Projekt... Nee, nicht Hero. Das wäre nur zu schön. Nein, Minecraft Siedler Projekt. Wie ihr hier sehen könnt. So, plopp. Ja, das Minecraft Siedler Projekt. Das ist so etwas, deswegen habe ich mich auch gerade versprochen, wie das Minecraft Hero Projekt, nur eben ohne Mods. Und ja, das finde ich eigentlich relativ schön. Also wir haben jetzt halt zwei Städte, jeweils vier Leute. Wir haben halt noch nicht allzu viele Slots auf dem Server. Vielleicht werden es irgendwann mehr. Aber die Grundausstattung sind jetzt erstmal acht Leute. Und ja, ich denke mal, ihr dürft dank Hero oder so schon mal wissen, was ungefähr passieren wird oder so ähnlich. Also wir werden halt ein Dorf aufbauen. Ja, ist ja klar. So. Dann, ja. Das war das Erste. Das Zweite, und da muss ich mich leider ein bisschen entschuldigen, ein Projekt hatte ich mal angefangen, das waren Banner gestalten, habe ich leider nicht fertig gekriegt und ich entschuldige mich nochmal für den, der das angefordert hat. Ja, er hat jetzt halt Neues gefunden, aber das ist jetzt hoffentlich nicht so problematisch. Ja, es ist mir irgendwie unter die Räder geraten. So, dann habe ich fertig gekriegt, was allerdings noch nicht ganz fertig ist. Ich mache kurz die Bildschirmübertragung an. So, gehen wir mal gucken unter Dokumente. Ne, unter Dokumente haben wir es nicht. Ja, ich habe viel. Ich schmeiß halt größtenteils keine Dateien weg, deswegen ist mein Computer auch so voll und braucht länger zum Laden. Ja, hier das Chromosh-Intro, das werdet ihr vielleicht schon gesehen haben. Ich öffne es mal nochmal. Es ist aber, wie in der Beschreibung schon gesagt, noch nicht final. Das heißt, sprich, es wird noch dran gearbeitet. Aber ich finde schon mal gut. Dann ein abgelehntes Intro, was ich auch nochmal neu machen werde, ist das von dem hier. Also ist dieses hier. So, das war das. Und woran ich auch zurzeit sitze, ist das Intro für den Downcrafter LP. Der hing ja schon sehr lange bei mir in meiner Projektliste drin. Eigentlich wollte der sozusagen ein Intro mit seinem Skin drin. Den hat er mir allerdings sehr lange nicht geschickt. Deswegen stockte das Projekt ein bisschen. Aber er hat gesagt, jetzt machst du das einfach ohne Skin. Und ich habe halt schon angefangen. Nur allerdings das Ganze gerade nicht hier. So, dann bin ich auch wieder bei Dark Tendo ein bisschen weitergekommen. Das hier speichere ich mal noch kurz. Open. Hier. Ja, ich habe dem Ritter oder diesem Bösewicht, keine Ahnung, habe ich mal eine bisschen blaue Farbe verpasst. Ich weiß nicht, ob das gewünscht ist oder ob das irgendwie problematisch aussehen würde. Ich finde, das passt irgendwie. Es gibt dem Ganzen einen gewissen Glanz. Nun, das ist allerdings sozusagen das Schwierigste, weil ich kann überhaupt keine Figuren. Nee, ich kann es einfach nicht. Von dem her, ich bin eigentlich schon relativ weit. Ich hoffe, Dark Tendo beschließt nicht, bei irgendjemand anderem das Intro zu bestellen. Und ich hoffe, dass ich auch noch rechtzeitig damit fertig werde. Und ich hoffe, das gefällt dem. Ich kann es ja... Nö, ich erinnere das jetzt nicht aus. Ich habe es auch irgendwo gespeichert, wenn ich das irgendwie wiederfinde. Wir haben das... Habe ich das irgendwo? Nö, natürlich nicht. Ich habe das Rendering nicht gespeichert. So, dann... auch neues Thumbnail für den lieben... Momat-LP oder wie auch immer. Ich werde die Links natürlich unten in die Beschreibung packen, ne?
einmal ein Minecraft Marvel ja, Thumbnail. Ist eigentlich auch recht gut geworden. Jo, woran arbeite ich denn noch? Ein Kumpel von mir hatte mir erzählt, dass Star Citizen an irgendwie einem Projekt arbeitet, dass man sozusagen als Gewinnspiel irgendwelche Raumschiffe einsenden kann. Das war mein erster Entwurf und der wurde abgelehnt. Also von meinem Kumpel. Es müssen ja immer Dreiergruppen sein und ja, der fand es nicht so gut. Deswegen, ein Versuch war es wert. Dann, ja, war es das eigentlich schon für diese Folge. Ich hätte hier noch ein recht lustiges Bild. Ja, ist halt der Zombie und der Rahmschnitzel und der Gedos und Jojo-Texturen, den habe ich dann noch kurz reingepflanzt. Die sehen alle ein bisschen bekifft aus. Sorry, und das war's auch schon mit dieser Aufnahme. Ich bedanke mich bei euch und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder einschalten werdet, wenn es heißt Status-Log am Freitag. Wenn es wieder heißt, ja. Also, bis später.